Zoom, Facebook Live. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, diesmal habe ich es komplett richtig gemacht. Hier ist die Fürstliche Hofreitschule in Bückeburg zu Frag die Krischkes, unserer Online-Sprechstunde in bewährter Mannschaft mit dem lieben Chris Debski auf dem anderen Kanal. Ich hoffe, wir sind auch in der Galerieansicht. Ja, sieht gut aus, dass ihr uns alle sehen könnt. Chris Debski, unser Partner in der Online-Akademie der Fürstlichen Hofreitschule und selber Pferdephysiotherapeut und Betreiber einer Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen. Dieser sympathische junge Mann hingegen, das ist unser Hofreitmeister, mein lieber Mann Wolfgang Krischke. Einen wunderschönen guten Abend. Und diese liebe, nette Person neben mir ist meine liebe Frau, die mich gerade mit dem Ringbuch verdroschen hat. Ich habe ihm das Ringbuch auf den Kopf gehauen und da ist leider Metall drin. Danach habe ich es mir selber auf den Kopf gehauen, das war nicht schön. Ja, aber nichtsdestotrotz, Stimme der Hofreitschule-Direktorin, ein wehrhaftes Weib. Naja, so ein bisschen. Und wir haben heute ein... Ein wehrhaftes Thema. Ganz genau. Sag mal, wollen wir das große Licht noch anmachen, weil es jetzt gerade so dunkel aufzieht? Weil wir sind wieder die bösen Wolken unterwegs. Ja. Wir hatten nämlich richtig dolles Aprilwetter heute. Schottisches Wetter. Wenn es dir nicht gefällt, warte doch 10 Minuten. Genau. Der Regen fällt schön lotrecht. So, lasst uns loslegen, denn wir haben 5,5 Seiten Fragen. Das halbe dauert Stunde. Erfahrungsgemäß eine halbe Stunde. Der Running Gag. Das haben wir noch nie geschafft. Und es geht um das Thema Pferde, bei denen was mit der Bindung zum Menschen nicht ausreichend gut funktioniert, die sich auf der Wiese nicht einfangen lassen, wegrennen gar oder den Menschen umrennen oder ähnliche putzige Dinge tun. In dieser Situation, wenn der Mensch dem Pferd die Freiheit geschenkt hat, auf Ehrenwort und das Pferd sagt, danke, das war's. Dazu habe ich von unserem lieben Philipp Wirth, gleich als erstes nehme ich ihn mal mit, weil er so eine schöne allgemeine Frage gestellt hat, nämlich bevor es an die Korrektur bestehender Unarten geht, vielleicht könnt ihr mal kurz umreißen, wenn das geht, wie ihr einem jungen Pferd die Weideetikette beibringt. Führen lassen, losmachen, einfangen, nicht rempeln und so weiter. Und welche Methoden ihr empfehlen würdet? Junges Pferd. Ja, in der Tat hast du das schon richtig beschrieben. Natürlich geht dem Ganzen voraus die Führübung. Das Pferd muss sich führen lassen. Das heißt, ich kann meine Führungsposition bestimmen, ob ich vor dem Pferd oder neben dem Pferd hergehe, ohne dass das Pferd mich umrennt, ohne dass das Pferd an mir vorbeiläuft, ohne dass das Pferd eine Wolte um mich herum rennt und ohne dass das Pferd mir in die Haxen tritt. Also das muss man natürlich alles vorher klären. Denn bevor diese Position nicht klar ist, wird sich das Pferd auf der Weide auch nicht mehr fangen lassen. Nur wenn das Pferd mich als, ich sage jetzt nicht dieses Wort, sondern als Führungsvorderen, Kompetenten. Führungskompetenz ist ein gutes Wort, ja. Genau, akzeptiert, wird das Pferd sich auf der Wiese auch wieder fangen lassen. Solange ich in meiner kleinen Kombination oder in der kleinen Herde mit meinem kleinen Pferd, das kann auch ein Fohlen sein, das spielt gar keine Rolle, nicht an vorderster Stelle stehe, und das hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern das hat was mit Kompetenz zu tun, wird das Pferd sich auf der Wiese auch nicht fangen lassen. Das ist die eine Geschichte. Die andere, jetzt muss ich noch mal ganz kurz lesen. Ach so, jetzt geht führen das... Führen lassen, für, losmachen? Genau, zum Losmachen. Da gibt es im Internet, bei YouTube, etliche Filme, wo Pferde losgemacht werden, sich umdrehen, ausschlagen und diese Menschen verletzen. Ich kenne alleine zwei Leute, denen was ganz Schlimmes wenn passiert gar ist dabei. Umbringen oder zu krüppeln machen. Mhm. Zum Losmachen. Ich habe das auch meinen Mädchen letzte Woche, ich habe es wieder gesehen, dass sie es wieder falsch gemacht haben, nochmal erklärt. Ihr wendet euch zum Pferd hin, ihr guckt dem Pferd in die Augen. Dann macht ihr das Halfter ab oder den Strick vom Halfter ab, je nachdem, wie ihr das Pferd, wenn man ein junges Pferd hat, das sich auf der Wiese noch nicht hundertprozentig ins Halfter bringen lässt, dann bleibt das Halfter auch noch ein paar Tage oder Wochen drauf. Natürlich so
angepasst, dass es auf gar keinen Fall da reintreten kann und sich verhakeln kann. Und auf der Wiese dürfen dann natürlich auch keine Bäume sein, wo sich festhängen kann. Das muss eine nackichte Wiese sein. Das ist ganz wichtig. So, jetzt aber nochmal zu dem Losmachen. Ich wende mich frontal zu dem Pferd. Also wir gehen auf die Wiese. Ich drehe das Pferd um. Oder ich gehe vors Pferd. Ich gehe vors Pferd, gucke frontal auf das Pferd, gucke ihm in die Augen und dann mache ich den Haken ab. Damit, wenn das Pferd sich umdreht und wegläuft, es ist ja häufig voller Stallmut und möchte losbuckeln und in die Luft springen, gerade die jungen Pferde, damit ich sehe, wie es wegläuft. Und am besten ist es immer noch mit einem erhobenen Finger sagen, bleibt noch einen Moment stehen und dann geht ihr einen Schritt zurück und dann können diese Sachen nicht passieren, was man da furchtbarerweise zum Teil zu sehen bekommt. Tritte an den Kopf, in den Oberkörper und so weiter. Ganz schlimm. Kein Witz. Ja, oder man geht auf die Wiese und plötzlich so, ja, und die reißen einem den Strick aus der Hand. Hat man die ganze Hand verbrannt, weil diese blöden Kunststoffstricke, die man heute benutzt, ach, es geht auch mit Baumwolle, ist ganz egal. Man verbrennt sich so die Finger, wenn die Pferde dran rumreißen. Ja. Die müssen, und das ist eigentlich der wichtigste Baustein, stillstehen, solange man sie manipuliert. Dazu gehört es, wie wir es eben gesagt haben, diese Führübungen, die wir vorweg gehen lassen. Das macht man am besten in einem eingezäunten, kleinem Areal. Das kann man in der Reithalle oder im Roundpen oder sonst irgendwo machen. Eingezäunt, wo man genau weiß, selbst wenn es sich losreißen würde, es kommt nicht wirklich weg, das junge Tier. Das an der Stelle darf man auch ruhig mal einen Handschuh tragen. Ja, ganz genau. Und das muss ja nicht nur ein junges Pferd sein, das kann auch ein unerzogenes Pferd sein, das es nie richtig gelernt hat. Aber das braucht beim eigentlich Führen. Es braucht eigentlich niemals nur so führen. Oh ja. Ja, wenn ihr was übrig habt, das nicht in lockeren Schlingen um eure Hand legen und am anderen Ende ist das Pferd. Also, wie man richtig führt, ich muss das mit meinem Computerkabel vorführen, da ist übrigens Knoten drin, auch nicht gut. Ihr legt es hin und her und hin und her. Dass, wenn der an euch zieht, das Ding aus eurer Hand herausflutscht und bloß nicht drumherum wickeln. Bitte auch ruhig nochmal unterscheiden zwischen Anbindestrick und Führstrick. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Einer mit Karabiner und einer mit diesem Schnappverschluss. Der Schnappverschluss geht immer dann auf, wenn er nicht aufgehen soll und geht nicht auf, wenn er aufgehen soll. Leider die Erfahrung. Auch nicht ein Anhänger. Auch ganz sogenannte Panikverschlüsse sind das. Mhm. Also genau. Ich empfehle die nicht so sehr. Vor allem, wenn ihr am Panikverschluss, wenn die schon ein bisschen ausgejuckelt sind, weil die 1-2 Jahre alt sind und ein junges Pferd ist da und ihr müsst mal rucken und sagen, jetzt bleibst du aber mal stehen. Dann geht er auf. Dann geht er auf und dann ist das Pony weg. Schön. Das war's dann. Bestenfalls knallt das Ding dann auch noch so ab, dass er euch an den Kopf haut, euch die Brille zerschlägt, von der Nase haut, einen oder Zahn ausschlägt. Wir hatten zwei Zähne ausgeschlagen vorne. Mhm. Ja. Alles schon da gewesen. Ja. Was unbedingt wichtig ist an der Stelle, ist, glaube ich, auch nochmal auf sich selber zu achten. Nicht nur einfach auf die Situation, sondern wenn ich ein Pferd habe und fühle mich da unwohl, weil der das dauernd macht, nicht das Pferd dauernd anschreien und noch mehr Adrenalin versprühen, sodass das Pferd dann Angst vor der Führperson bekommt, sondern vorher vielleicht nochmal, bevor man das Pferd wegbringt, nochmal erden und vielleicht mal schauen, gibt es noch ein anderes Pferd, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist und mitgeht und dann nicht unbedingt als erstes losrennt. Oder ich gebe es vielleicht doch erstmal jemandem, der weniger Angst vor dem Pferd hat oder weniger schnell zu reizen ist. Weil die ganze Situation, die sich dann oftmals so ergibt, hat tatsächlich auch mit Hektik zu tun. Oh, der ist gestern weggerannt und ich muss, und dann sitzen auch die Handgriffe nicht. Ne? Heißt also Weidetor zumachen, all solche Sachen, Ruhe bewahren. Ne? Ruhig also auch noch mal ein bisschen Mentaltraining vorher machen, selber noch mal erden, runterkommen, atmen und dann loslegen. Ja, und was du eben sagtest, ist eine gute Idee, ein ruhiges Pferd mitzunehmen und das wird als zweites losgemacht und nicht als erstes. Dass das ruhige Pferd dann noch stehen bleibt und dem jungen Pferd zeigt, das ist ein Ritual, was wir hier machen. Genau. Das muss auch zu einem Ritual werden. Das ist kein Freilassen. Das ist kein, du kannst jetzt fliegen, kleiner Vogel, du bist groß. Ja, kein Ausdehnen. Du gehst jetzt ein bisschen spazieren und dann komme ich und hole dich wieder ab und dann gehen wir wieder rein. Das ist eine Zeremonie, die wird tagtäglich das Pferd begleiten im ganzen Leben. Das muss man üben. Ja, genau. Das gilt auch fürs Grasen an der Hand. Das sind ja auch immer so typische
Szenen. Dann geht man zum Weidestück hin und dann wird man da schön hingezogen, weil das Pferd dann einfach nur noch das Gras sieht. Auch da darf ein Pferd vielleicht auch erst einmal noch stehen bleiben und dann auf Kommando den Kopf senken dürfen. Richtig. Ja. Naja, mit dem Grasen an der Hand, ich bin da sowieso kein Freund von, weil mit dem Grasen an der Hand gibst du deine Führungsposition auf. Tut mir leid. Ist so. Das Pferd sagt dann, welches Gras es essen will und du hängst da hinten dran am Strick und es zieht dich durch die Gemeinde der Wiese und sagt so, ich möchte da hinten was essen, dann möchte ich da was essen, dann möchte ich da was essen. Und du gehst mit deinem Pferd mit. Also dann ist es besser, man macht das Pferd los und sagt, du kannst ja fressen, wo du willst. Also ich hatte auch noch eine Anmerkung dazu, wo wir jetzt gerade noch beim Losmachen sind. Wenn ich auf die Wiese gehe und dieses Weidezauntor, die Litze, die kommt auf den Boden und es ist feucht und mein Pferd trägt Hufeisen, kann das auch richtig auf 20, 30 Zentimeter überspringen, der Funke. Und wenn mein Pferd mal einen unter die Hufe geknallt gekriegt hat, kann es sein, dass es an dieser Stelle richtig doll Panik kriegt und sich immer losreißen wird. Also bitte gebt ein bisschen Acht. Gegebenenfalls nehmt jemanden mit, der euch das Tor aufmacht, wenn ihr kein manierliches, richtiges Weidetor habt. Wenn das mit Litze geht, muss das sicher sein. Oder bindet euer Pferd, wenn es das kennt, an einen Baum, macht die richtig auf die Litze, bringt euer Pferd auf die Wiese und dann macht ihr den Zaun wieder zu. Das war das mit dem Losmachen. Wie bringen wir unseren Pferden das Einfangen lassen bei? Wir haben es ganz leicht, liebe Leute. Wir haben Hengste und die kommen einzeln auf die Wiese. Also unsere jungen Hengste, die sind gemeinsam draußen, aber auch so, dass die gar kein so großes Interesse aber haben, draußen zu sein. Als ich noch mal eine Western-Ranch hatte, ich hatte Stuten, ich hatte Wallache auf der Weide, da waren 20 Pferde auf den Koppeln zum Teil. Die haben sich alle einwandfrei einfangen lassen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Hengsten zu tun, sondern es geht um diese Position. Mein Pferd mag mich oder mein Pferd mag mich nicht. Es gibt da ganz einfache Punkte zu beachten. Wenn das Gras interessanter ist als ich, wenn das Gras interessanter ist als ich es bin oder die anderen Pferde interessanter sind als ich es bin, dann müsst ihr in eurer Beziehung etwas machen. Ja? Von Mensch zu Mensch ist es genau das Gleiche und von Mutter zum Kind oder Vater zum Kind ist es genau das Gleiche. Wenn eure Kinder euch weglaufen, dann müsst ihr mal darüber nachdenken, warum das passiert. Da stimmt was nicht. Und das ist bei den Pferden genau das Gleiche. Ich kann mich doch so beliebt machen, dass das Pferd sagt, okay, ich habe meine Zeit mit meinen Freunden hier draußen, aber wenn mein Partner kommt, sprich Mensch, dann kommt auch eine interessante Zeit. Und wenn ich mich da fair und gut verhalte mit dem Tier und ihm eine gute Zeit biete und verspreche, dann lässt sich das Pferd von der Wiese holen. Viele Pferde kommen wirklich zu einem her, wenn man sie ruft. Oft genug erlebt bei meinen eigenen Pferden. Ich konnte sie anpfeifen oder ich konnte sie rufen und sie kamen und kommen auch heute immer noch. Zum Teil auch im Galopp, weil sie sich freuen. Das fragt uns nämlich Horse Feeling. Wäre es nicht ratsam, das Kommen auf Pfiff zu konditionieren? Zum Beispiel mit einem leckeren Apfel. Ja. Also wirklich zu konditionieren, vielleicht sogar mit einem Klicker. Zunächst im Round Pen, vielleicht sogar mit einer Longe dran. Also wirklich Schrittchen für Schrittchen, das haben wir bereits viele Male gesagt, je kleinschrittiger ich ein gewünschtes Verhalten konditioniere, desto sicherer und störanfälliger sitzt es. Also finde ich eine super Idee, es wirklich sich zu sagen, ich nehme mir jetzt 2 Wochen Zeit und übe das mit meinem Pferd Stückchen für Stückchen. Ja, dieses Stückchen für Stückchen ist tatsächlich auch eine Geschichte, die wir jetzt öfter ja schon besprochen hatten. Ich habe das sehr oft in letzter Zeit auch mit Leuten besprochen, dass man sich das trauen muss, mal 5 Minuten nur mit einem Pferd zu arbeiten, den nächsten Tag vielleicht 7 Minuten und dann mal wieder 3 Minuten und dann wieder 5 Minuten und das langsam zu steigern. Denn wenn man mit so einem Pferd halt Lernverhalten übt, dann lernt man Lernverhalten mit dem Pferd und nicht alle anderen Sachen. Und das kann man nicht über eine Stunde hinweg machen. Und wer über eine Stunde hinweg Führübungen macht, hat 2 Erfolgserlebnisse, die dauern 2 Minuten. Und den Rest der Zeit übt man Langeweile, Genervtheit oder abgelenkt sein oder was auch immer. Einsam. Also nicht nur bei den Reitlektionen, sondern auch bei diesen Führaufgaben und so weiter. Und je interessanter und erfolgsorientierter ich da arbeite,
umso mehr habe ich eine Basis, auf die ich wieder zurückfallen kann. Ja. So, dann habe ich Anja Schupp. Benutzt ihr eher Körpersprache ohne viele Worte oder ruft ihr eure Pferde? Also mein Pferd ruft mich. Ja, stimmt wirklich, aber wir rufen unsere Pferde. Ja, auch mit Namen. Ich habe hab übrigens 30 Schafe, wenn ich die rufe, kommen die auch im Schwanzgalopp. Haben wir euch doch gezeigt, ne? Das ist ein ganz einfacher Trick. Ich nehme abends einfach immer eine Tüte Toastbrot mit und dann kommen die. Und der Tipp mit dem Apfel eben, der war auch super, weil Apfel schmeckt besser als Gras. Ja. So. Und das Reinbeißen in einen Apfel ist für ein Pferd immer ein Erlebnis. Das, wenn man das ein paar Wochen lang macht, dann hat man einen Apfel in der Tasche und bietet dem Pferd auf der Weide den Apfel. Ich verspreche euch, wenn ihr nicht alles andere beim Arbeiten mit dem Pferd falsch macht, dann wird es kommen. Ja, man kann ja auch mal auf die Wiese gehen und den in den Apfel beißen lassen, ohne ihn gleich mitzunehmen. Ja, ihn einfach einen Apfel bieten einfach und wieder weggehen. Hallo, ich bin wieder da, hier, nette Interaktion und tschüss, ich gehe wieder. Das kann man ja auch mal. So, Katrin, benutzt ihr eine gewisse Art Horsemanship, wenn ihr ein Pferd jung und frisch aus der Jungpferdeherde in die Ausbildung bekommt? Wie sieht das erste Abholen von der Koppel bei euch aus? Genau wie wir es gesagt haben. Wir benutzen übrigens nur Horsemanship. Also dieser Name Horsemanship ist nicht geschützt für Horsemanshipper, sondern der Name Horsemanship heißt eigentlich nichts anderes als Pferdedenken auf Deutsch. Ja? Also wir haben keinen Carrot Stick. Nee, muss man nicht haben. Es geht auch anders. Aber Horsemanship, wenn du mit dem Pferd umgehst, egal in welcher Reitweise, ganz egal, musst du Horsemanship können. Du musst denken können wie ein Pferd, damit dein Pferd dir zuhört. Wenn du das nicht kannst, wird es schwierig. Daniela Schette, wie lange dauert es im Durchschnitt, bis die Beziehung zwischen Pferd und Reiter sich positiv entwickelt hat, dass es auf der Koppel freudig auf mich zukommt? Mein Pferd hat weniger schöne Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und ich versuche seit 8 Monaten eine tragfeste Verbindung aufzubauen. Zusammenhang zwischen schlechten Erfahrungen und Kommen, Beziehungsaufbau und einem Vergleich zu einem unbelasteten Pferd wäre interessant. Was soll ich darauf antworten? Naja. Ich weiß doch nicht, was dein Pferd vorher durchgemacht hat. Habe ich keine Ahnung. Wenn dein Pferd kein gutes Leben hatte, wird es den Menschen nicht mögen. Dann würde ich auch erstmal darauf verzichten, mein Pferd auf eine große Koppel zu schicken und ihm die Freiheit zu geben, wegzurennen, sondern würde ich sagen, okay, wir beide müssen jetzt mal an deiner Vergangenheit arbeiten. An deinem Trauma. Ja, an deinem Trauma arbeiten. Und dann musst du den Bereich ein bisschen einengen, sodass du mit deinem Pferd kommunizieren kannst, auf irgendeine Art und Weise. Dazu kann ich sagen, was bei solchen Pferden wahnsinnig gut hilft, ist unser Zeitlupenschritt. Mhm. Könnt ihr euch einfach mal runterladen. Es gibt andere Leute, die scheuchen die Pferde durch den Pferd und plötzlich drehen die Pferde sich um und kommen auch zum Menschen. Es gibt genügend verschiedene Methoden, Pferde auf sich aufmerksam zu machen. Nur egal, welche Methode ihr anwendet, ihr müsst dann diese Methode nehmen. Da könnt ihr nicht mixen. Das sind alle, Methoden, die alle 2 Wochen eine neue Methode. Genau, die sind erfolgreich dargestellt worden, zur Genüge in Büchern, in Videos und so weiter. Die haben Erfolg, aber dann müsst ihr diese Methode anwenden. Und da könnt ihr nicht, da würde ich auch nicht mixen. Da würde ich erstmal sagen, ich nehme das jetzt, um mein Pferd auf mich aufmerksam zu machen. Und dann könnt ihr ja, wenn alles funktioniert, wenn das Pferd euch, man könnte sagen, gehört, ja, euch zuhört, mit euch arbeiten möchte, dann könnt ihr ja sagen, so ab jetzt nehme ich Methode B. Also ich finde 8 Monate schon echt eine lange Zeit, irgendwas üben. Da gibt es keine sichtbaren Lernfortschritte. Das wird dann irgendwann mal besser, dann wird es wieder schlechter, dann wird es wieder ein bisschen besser, dann wird es wieder ein bisschen schlechter. Das muss schneller gehen. Liebe Daniela, da musst du dir vielleicht nochmal ein neues Konzept überlegen. Wirklich erstmal mit Freiheitsberaubung arbeiten, also wirklich nur einen kleinen Freiraum geben, wenn dein Pferd sich nicht kriegen lässt. Klickern, immer wieder mal hingehen und mal was geben, ohne das Pferd mitzunehmen. Wirklich auch mal auf der Wiese stehen bleiben mit deinem Leckerchen und warten, bis das Pferd kommt, um es sich zu holen. Also jeden Tag einen kleinen Fortschritt. Der muss nur klein sein. Mach dir einen Plan. Sag, pass auf, in einer Woche möchte ich das und das erreicht haben. Das sage ich nochmal in 7 kleine Teile. Oder in 14, weil wir machen 2-mal am Tag eine Kleinigkeit. Und da machst du dir einen guten Plan. Und wenn du mal merkst, da war kein Lernfortschritt, das hat heute nicht geklappt, dann musst du den Schritt nochmal zerteilen. Und dann wirst du aber innerhalb von 2 Wochen, ist das kein Thema mehr. Also
Länger darf sogar nicht dauern. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Frau hier, die mit einem frisch importierten Pferd aus Spanien hergekommen ist. Und sie erklärte mir so am langen Führstrick die Schwierigkeiten dieses Pferdes und was sie alles für Probleme hat. Und währenddessen sie so erzählt, steigt das Pferd hinter ihr und schlägt mir den Vorderbein aus. Gott sei Dank versetzt zu ihr. Hätte sie das Bein auf den Kopf gekriegt, wäre wahrscheinlich das ganze Thema gewesen. Dann brauchte sie kein Pferd mehr. Und ich habe dann gesagt, okay, wir brechen jetzt hier mal ab. Und dann habe ich das Pferd an die Hand genommen und habe Zeitlupenschritt mit dem Pferd gemacht. Das war das gleiche Problem. Das Pferd ließ sich nicht kriegen und. Habe mit dem Pferd Zeitlupenschritt gemacht. Einmal linksrum, einmal rechtsrum im Reithaus. Und dann habe ich mit ihr erzählt und bin weggegangen von dem Pferd. Das Pferd ist hinter mir hergelaufen. So einfach kann das sein. Aber da müsst ihr eine klare Sprache sprechen. Da reden wir nicht von Wochen, wir reden nicht von Tagen, wir reden von Minuten. Ja. Wer bewegt? Wir reden von Minuten. Das geht wirklich innerhalb von einer halben Stunde maximal, dass man dem Pferd klar macht, so, jetzt kommt ein neues Denkenpferdchen. Ja. Jetzt hörst du mal auf mit deinem Theater hier. Du gehst mit mir um. Ich möchte nicht, dass du mich gefährdest. Ich bezahle für dich das Futter. Ich besorge mein ganzes Leben, dreht sich um dich. Bitte, jetzt machst du mit mir das mit. Das sind die Spielregeln. Eine klare Ansage. Genau. An der Stelle vielleicht nochmal den Tipp, lasst euch auch Video aufnehmen. Schaut euch mal kritisch an, wie ihr euch mit dem Pferd bewegt. Weil gerade in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Leute, die sich ihrer eigenen Körpersprache nicht bewusst sind. Ja. Ich sehe das sehr viel bei dem Thema Bodenarbeit, wie die Leute neben ihren Pferden herlaufen und die Pferde spiegeln uns. Oder sie sagen, hey, Moment, du möchtest Führungsperson hier sein. Warum zum Teufel sollte ich dir folgen? Ja. Ne? Das ist nicht böse gemeint vom Pferd, aber es gibt einfach nichts Interessantes an dir und du verunsicherst mich. Ja, du bringst mich mit deinen komischen Bewegungen oder deiner nicht deutlichen Körpersprache heute so, morgen so, machst du mich total irre. Ja, ne? oder ich mache einmal so und du springst weg. Ja. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Also ich kann dich bewegen, sagt das Pferd. Ja. Ich möchte vielleicht noch auf eins, weil wir das hier im Zusammenhang haben. Wir haben hier ein Pferd, was einmal vielleicht schon schlechte Erfahrungen hatte. Das heißt also, Leute kaufen sich ein Pferd mit Vergangenheit. Das geht den meisten Leuten so. Und wenn sie dann auf die Nase gefallen sind, dann sagen sie, hey, jetzt brauche ich ein unbelastetes Pferd. Wer allerdings mit der gleichen Art von Körpersprache und wenig Erfahrung mit dem einen Pferd Probleme hat, wird es mit dem unbelasteten Pferd nicht unbedingt einfacher haben, vielleicht sogar noch schwieriger, weil dann macht er sämtliche Fehler selber. Ja. Das macht es nicht einfacher. Also da braucht man auf jeden Fall Hilfe, weil ein guter Profi wird ein Pferd gut ausbilden oder jemanden zur Seite stehen können und kann einem relativ schnell sagen, so wie Wolfgang das gerade erklärt hat, gib mir mal einmal das Pferd, wir gehen jetzt eine Runde und ist das Thema durch. Ja. Aber was stimmt denn an meiner Körpersprache vielleicht nicht? Häufig ist es auch so, dass ich das schon analysieren kann, wenn ich das Pferd führe, weil ich dann vielleicht selber etwas in der gleichen Art und Weise mache, wie der Vorbesitzer. Und dann merke ich, aha, da reagierst du drauf. Ja. Dann weiß ich schon, woran es liegt. Dann verändere ich das, und zwar meistens ins Gegenteil, und dann funktioniert das auch schon. Genau, also wenn man zu dicht am Kopf anfasst und zu eng führt, ja, oder ruckelt. Zum Beispiel, es gibt so viele Sachen, oder du bist zu weit vorne beim Pferd beim Führen, oder zu weit hinten, oder zu dicht dran. Wie gesagt, über die Aura von den Pferden haben wir auch schon sehr viel gesprochen. Manche Pferde mögen es einfach nicht, wenn man einen halben Meter daneben geht. Das mögen sie nicht, wir sind zu dicht dran. Simone Meyer arbeitet mit ihrem Dreijährigen seit etwas mehr als 2 Monaten am Boden. Es geht um Respekt und Gehorsam. Er macht alles sehr gut mit, lässt sich aber sehr leicht von äußeren Einflüssen ablenken. Wie kann ich hier gegensteuern? Das ist normal für einen Dreijährigen, dass der sich noch nicht lange konzentrieren kann. Und du musst dich für die kurze Zeit, mit dem du dem Pferd arbeitest, interessant machen. Es wird nicht besser. Ich sage es nochmal, was Christ schon 1000-mal gesagt hat. Wenn ihr lange übt, es wird nicht besser. Ja. Macht es kurz und knackig. Und dann werdet ihr merken, ihr seid interessant. Und im Gegenteil, wenn ihr dann das Pferd wegbringt, werdet ihr nach ein paar Tagen schon merken,
dass das Pferd eigentlich darum bettelt, mehr mit euch zu machen. Mach doch noch ein bisschen was. Bitte noch ein bisschen was. Das macht noch länger Spaß. Ja? Und sich rar machen bei den Pferden, das ist der Trick. Also wenn ich Christine manchmal sehe mit ihrem Pferd, wenn sie in der Halle spielt, und dann geht sie aus der Halle raus und holt irgendetwas, der ballert gegen die Bande, der möchte da hinterher rennen, und dann guckt der da so rüber. Ja, der kann schon alle Türen laufen. Der ist irre, wenn sie weggeht. Ja. Der ist völlig abhängig davon. Und das ist einfach so, weil sie hat mit dem früher kurz gespielt, heute spielt sie mit ihm eine halbe Stunde. Aber das ist dann wirklich ein Spiel auch, wo das Pferd mit involviert wird und nicht dem Pferd immer nur abgefragt, mach mal spannenden Schritt, jetzt machst du Sitz, jetzt machst du Down, jetzt machst du dies, jetzt machst du das. Nein, der darf dann sich auch wälzen und dann sagt sie, dann wälzt sich doch nochmal zum Beispiel oder solche Sachen, wo sie ihn auffordert, auch bestimmte Dinge zu tun, die er unglaublich gerne macht, die er unglaublich gerne macht. Und sich dann zu freuen, dass er es tut. Das macht den Pferd ganz viel Spaß. Und wenn er es nicht, obwohl er genau weiß, was ich mir gerade wünsche, wenn er das nicht tut, dann entziehe ich ihm meine Aufmerksamkeit. Dann geht sie weg. Dann gehe ich weg, hol mir eine Schorle oder mach irgendwo oder gerede oder mach die Tür zu und gehe auf Klo oder mach sonst irgendwas, telefoniere. Das findet er furchtbar. Ganz schrecklich. Also dann gibt er sich ganz große Mühe danach. Also auch dieses Entziehen von Aufmerksamkeit ist für ein Pferd in diesem Ausbildungsstadium ein ganz tolles Mittel. Also den dann einfach mal im Roundpen alleine lassen, wenn der in den 5 Minuten, in denen wir was lernen wollen, einfach nur die Lücke sucht und sagt, ja, ja, ich sehe, wo du die Tür offen gelassen hast, aber ich gehe hier mal unter der Bande durch. Das machen das übrigens muss man wollen. Professionelle Hundeführer machen das auch. Ja. Ja. Okay. Einfach mal Körperentzug. Angelika Wagner hat eine interessante Frage. Wie weit hat die Rasse damit zu tun, ob sie gerne zu einem kommen? Oder hängt es eher davon ab, ob ich der Rasse entsprechend mit dem Pferd arbeite? Also mit dem Rückepferd Rücke, mit dem Wagenpferd Wagen fahre oder mit dem Rennpferd Rennen gehe, sind die dann eher liebevoll zum Menschen? Und ich glaube, da ist ein Stückchen Wahrheit drin. Die Pferde sind für einen bestimmten Zweck gezüchtet und für das, wo sie gezüchtet sind. Und das wenn sie können dann sie ja auch gut. Wenn sie dafür gebraucht werden, das können die gut und machen es dann auch gerne. Und dann Pferde, ist man auch stolz als Mensch und das merkt das Pferd. Wenn Pferde etwas lernen müssen, was ihnen eigentlich nicht so gut steht, ich sag mal, einen Fünfgänger zum Piaffen bringen und solche Geschichten oder Passagen rausholen, das ist nicht so in der Natur der Dinge und dafür müssen sie uns nicht unbedingt lieben, wenn wir denen das abfragen. Wenn man das im Laufe des Lebens so nach und nach sich erarbeitet, macht das ja gut sein. Aber ich glaube, da ist ein Stückchen Wahrheit drin, was du da gerade gesagt hast. Ja, man darf sich, glaube ich, schon Gedanken darüber machen, was möchte ich mit dem Pferd machen und nicht eBay Kleinanzeigen aufmachen und gucken, wer hat schöne Augen. Richtig. Ja. Ja. Und dann steht da noch bei schlechte Vergangenheit gehabt. Ui. Sucht seinen Menschen schon mal. Ja. Vom Schlachter gerettet für 5.000 Euro. Vom Schlachter gerettet ist dann eine Null weg. Ganz nochmal vertiefen. Die Svenja steht da. Wenn ich meinen 5-jährigen Andalusier Wallach mit seinem Kumpel tagsüber auf den Reitplatz stelle und abends reinholen will und er kein Halfter drauf hat, findet er es offensichtlich ziemlich lustig, sich für 5 bis 10 Minuten nicht einfangen zu lassen. Trägt er seinen Halfter, kommt er sofort zum Tor, wenn er mich sieht und geht brav in den Stall. Liegt das am Alter? Die Frage, nein, es liegt nicht am Alter. Das ist eine Zeremonie. Das ist doch eine Zeremonie, da hast du doch mitgespielt. Wenn du ihm das abgewöhnen willst, dann würde ich den anderen wegholen. Genau. Lass ihn doch alleine oft auf der Wiese stehen, ohne Halfter. Mhm. Wenn er das schick findet, lass ihn doch da. Er wird schon irgendwann anfangen rumzubrüllen und sagen, na, ich will aber zu meinem Kumpel oder ich will hören dies oder ich war kurz. Und dann halte ich ihm das Halfter hin und wenn er seinen Kopf da nicht gleich reinsteckt, dann gehst du wieder dann weg. Dann gehe ich nochmal 10 Minuten weg und lasse ihn alleine. Ich entziehe ihm die Aufmerksamkeit sowohl seines Kumpels als auch meiner Wenigkeit. Und dann wird er erstmal, es gibt dann auch die Pferde, die stolz sind und sagen, so erst recht nicht. Gut, lass uns stehen. Die brauchen eine halbe Stunde, dann sind die auch gar. Der kann auch länger da stehen. Genau, die können auch mal eine Nacht draußen bleiben. Okay. Wenn sie dann abends das Kraftfutter nicht gekriegt haben um 7 Uhr, spätestens dann fängt es da oben an zu rattern.
So, Tatjana Lutz-Koppermann. Spiegelt letztendlich das Verhalten auf der Koppel die Beziehung zwischen Reiter und Pferd? Hier kann das Pferd sich einfach entziehen. Ja, das merkt natürlich das Pferd, dass ich dann nicht mehr den Zwang ausüben kann. Und das ist das Problem. Wenn ich meinen Umgang mit dem Pferd viel auf Zwang, Gehorsam, Unterordnung und Befehle ausgerichtet habe und der dann Freiluft wittert, dann lässt er mich das spüren. Vollkommen klar. Wenn ich aber sage, ich zwinge dich nicht, du musst das wollen. Ein guter Chef dominiert nicht. Ja. Und wenn er dominiert, macht er das sanft. Das macht er nicht mit Gewalt, das macht er nicht mit Rumgekreische und mit einer Gerte oder irgend sowas. Man kann eine sanfte Dominanz beim Pferd anbringen und dann wird das Pferd einen auch lieben und sagen, ich gehe gerne mit dieser Person durch die Landschaft. Also ich würde dir da, liebe Tatjana, recht geben. Wenn ein Pferd sich auf der Wiese nicht kriegen lässt, dann ist etwas Grundlegendes in der Beziehung zwischen dem Menschen und dem Pferd nicht geregelt. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Zum Beispiel ganz dolles Kleben. Aber ich glaube, da kommen wir auch gleich noch zu. Anja Schupp, was tut ihr, wenn ein Pferd nicht geholt werden will? Es gibt ja doch sehr, sehr unterschiedliche Typen. Meine liebe Freundin Karin Tillich, wie seht ihr das psychologisch, wenn das Pferd partout nicht kommt? Ist das eine Respektlosigkeit? Ist die Rangfolge nicht klar oder ist das eher Angst vor Menschen? Alles drei. Respektlosigkeit, Rangfolge nicht geklärt oder Angst? Ja, alles drei. Dosierungen. Ja. Alles drei führt dazu, dass die es nicht wichtig finden, zu dir zu kommen jetzt gerade. Ja. Sie fragt uns auch noch, lasst ihr bei euren Hengsten, wenn sie dann dringend noch schnell ein Markierungsscheißerle auf der Wiese machen müssen, lassen wir das durchgehen, wenn sie danach auch trotzdem gleich herkommen? Also darf der quasi noch, ich habe noch was zu erledigen, ich komme gleich, Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Wenn ich sehe, dass das Pferd kommt und es macht noch einen Haufen auf den Haufen, was ja im Naturell seines Geschlechts liegt. Denn warum macht er dieses Markierungsscheißerle? Weil er dem Nachfolgenden auf der Wiese sagen möchte. Aber da hat er ja die ganze Zeit Zeit für gehabt. Nee, der weiß ja jetzt, dass er weggeht. Ah, dann will er es noch frisch machen. Dann will er es noch einmal frisch machen. Genau. Also was soll ich denn jetzt machen? Soll ich sagen, das machst du nicht mehr? Ich hole dich jetzt da weg? Damit mache ich mich nicht beliebt. Jo. Wenn er auf dem Weg zu mir herkommt und er hat da seinen Haufen, die Hengste haben ja häufig so einen großen Haufen, wo sie immer morgens und abends noch einen drauflegen, damit sie auch sagen, hier, wer den größten Haufen kackt, ist auch der größte Meister auf der Wiese. Warum nicht? Ja, so wie ist Hunde, ja auch Verhalten. So wie Hunde am Baum markieren die Hengste oder männliche Pferde auf der Wiese eben, indem sie einen großen Haufen anlegen. In der Prärie ist das hat ja nichts mit der Wiese zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, wenn du in der Prärie dein Revier abgrenzt. Deshalb machen Hengste das. Wenn die sagen, ich habe hier meine 5 Quadratkilometer und immer wenn sie an ihrem Haufen vorbeikommen, dann legt der Hengst da noch einen oben drauf. Das macht er ja für mich mit. Also ich bin ja seine Herde. Ja, damit zeigt er nur an, ich wohne hier. Du bleibst hier weg und wenn du hier reinkommst in meinen Betrieb, in meinen Bezirk, gibt es Ärger. Ja, aber nicht mich, sondern jemand Fremdes. Richtig. Also das gehört ihm und mir und das will er nochmal eben klarstellen. Also ich würde auch sagen, und dann noch was, Karin, das ist auch so eine Sache. Ich gehe ja nicht auf die Wiese und sage, komm sofort hierher. Sondern ich sage, hallo, wie war denn dein Tag? Also ich gehe ja in eine Interaktion. Ich komme ja da nicht und sage, aufstehen, setzen. So, sondern dann gucke ich mal, ist denn der Zaun in Ordnung? Hallo Baby, dann streiche ich meistens ihn kurz. Meistens kommen die doch sowieso schon her. Du kommst auf die Wiese und dann kommen die her und sagen, oh, was Interessantes ist da. Sprich Mensch. Tatsächlich, wenn man es im Umkehrschluss macht, so wie du es gerade sagst, ich möchte den Zaun kontrollieren, komischerweise verfolgen sie einen immer dabei. Ja. Dann laufen sie einem die ganze Zeit hinterher und sagen, was machst du da eigentlich? Hast du mir was mitgebracht? Ich gucke mir nur den Draht an, ob alles in Ordnung ist. Und die sind die ganze Zeit dabei, was guckt denn der da immer? Ja? Ja, also so ein bisschen gar nicht so, macht euch interessant, indem ihr euch dünn macht.
Okay. Jenny Klaasen, wenn sich das Pferd nicht gerne einfangen lässt, lasst ihr dann ein Sicherheitshalfter Tag und Nacht drauf, um es leichter greifen zu können? Also wir haben gerade jetzt zwei junge Hengste, die sind Absetzer im letzten Jahr. Die haben wir gerade zusammengebracht vor 4 Wochen, 3 Wochen, ja 4 Wochen, glaube ich. Die tragen im Moment noch tatsächlich das Halfter, weil wir sie abends von der Weide noch holen, auch wegen des Wetters und weil das Gras eben noch nicht so ist, dass sie draußen bleiben können. Die tragen in der Tat am Tag noch das Halfter auf der Wiese. Aber nicht mit dem Sicherheitsstrick, sondern nein, nur das Halfter. Nein, nur das dass Halfter. Man es leichter einklinken kann. Die nicht erst auf der Wiese dem freien Pferd das Halfter ja. aufziehen muss. Und der eine lässt sich sehr gut einfangen, der andere noch nicht so gut. Der sich gut einfangen lässt, also beide kriegen Leckerlis, wenn sie kommen. Und wenn man den, der sich gut einfangen lässt, schon mal 10 Meter mitzieht, kommt der andere hinterher und lässt sich dann auch dann kriegen. Sieht er das auch ein. Ja. Genau. Spätestens, wenn du aus der Tür rausgehst, wird er sagen, okay, ich möchte nicht alleine bleiben. Ich möchte bitte auch mitkommen dürfen. Möchte mitkommen. Und manchmal greift man einfach über den Rücken von dem anderen Fohlen und sagt so, jetzt habe ich dich auch am Halfter, kommt der Strick daran, dann lassen sie sich mitnehmen. Soll man lieber erstmal nichts anderes mit dem Pferd üben, bis das Einfangen gut klappt? Ja. Genau, und nicht gleich auf der großen Koppel. Guter Tipp. Im Roundpen. Und immer ein bisschen größer werden. Ja. Würdet ihr generell das nicht einfangen lassen wollen, mit der grundsätzlichen Motivation, Arbeitseinstellung des Pferdes gleichsetzen? Also zeigt sich da, was für eine Arbeitsmoral das Pferd hat auf Nein. der Wiese? Nein. Nö, ne? Es geht erstmal um Rangordnung, mehr nicht. Ja, und ob du interessant bist, ob das Pferd sich auf das freut, was du mit ihm vorhast. Nochmal Anja Schupp, soll man auf keinen Fall nachgeben, wenn ein Pferd nicht geholt werden will? Dann lernt es ja, dass es eh keinen Sinn macht und ich den längeren Atem habe. Haben wir jetzt eigentlich schon erklärt, macht euch rar, geht weg. Lasst stehen. Also gar nicht so formulieren, du Sau, du lässt dich nicht kriegen. Kommst du jetzt hierher? Holt alle anderen so, weg, also lasst alleine draußen. Alle Adrenalin hochfahren und sagen, oh, du hast ja heute Spaß, Schätzchen. Willst du draußen bleiben über Nacht? Das ist gar kein Thema. Ich nehme den anderen eben mit. Wir machen was Schönes. Oder die anderen gebe ich dem ein Kekschen aus der Tasche und ein Kekschen aus der Tasche und nehme den schön mit. Und in 10 Minuten frage ich nochmal. Kekschen aus der Tasche vielleicht? Ich finde 10 Minuten sogar zu früh. Ja, 2 Stunden. Ja, ein bisschen schmoren lassen kann man. Schmoren lassen, muss er nachdenken. War scheiße die Idee. Okay, Doris Losli, mein Pferd hat Tage, an denen es nicht geholt werden will. Ja, rennt sogar manchmal weg. Klappt das bei euch immer zuverlässig oder macht ihr auch mal Kompromisse? Ich habe noch nie ein Pferd von mir hier auf dem Grundstück, weil wir sind in einem touristischen Gebiet, nachts auf der Koppel gelassen, weil es sich nicht hat fangen lassen. Wir machen es so, wie wir gesagt haben. Wir gehen freundlich hin, wir machen uns interessant. Gegebenenfalls eben dieses Ablenkspiel. Ich gehe Zäune kontrollieren. Ich zeige dem Pferd gar nicht, dass ich es haben will. Und nun muss ich auch dazu sagen, sind wir auch, meine ganze Familie sind Falkner. Und bei den Falken ist es auch so, die kannst du nicht mit Zwang einholen. Da musst du dich interessant machen. Und wenn ich merke, mein Vogel will nicht zu mir zurückkommen, dann mache ich mich so interessant, weil ich weggehe. Und er sagt, oh, ich will aber ja mit dir heute noch was erledigen und ich will auch heute noch was zu essen kriegen und so weiter. Und so mache ich das mit den Pferden auch. Wenn die sich gar nicht kriegen lassen, dann gehen wir auch noch mal weg. Und dann lassen wir den noch eine halbe Stunde länger draußen. Meistens laufen sie einen hinterher und sagen, mach doch das Spielchen noch mit. Genau. Dies einfangen. Komm, nee, mach fang ich nicht. Fang mich doch. Nee, tue ich nicht. Und dann kommst du wieder und sagst, hast du jetzt Lust? Wir hatten aber mal, also einen aus Marokko und einen aus Spanien. Das waren Pferde, die sich am Strick losgerissen haben. Also nein, die mit dir im Schritt am Strick durchgegangen sind. Ja. Und zwar rein geografisch, du führst den, alles gut. Wenn der rein geografisch in einer bestimmten Position vor dir war, konnte der so am Strick ziehen, hat das probiert. Und wenn du dann gegengehalten hast, konntest du nichts mehr machen, sind die durchgegangen. Und dann auch richtig weggelaufen, ja. Diese beiden. Und das haben wir einfach geklärt, indem wir die nicht mehr so weit haben vorlaufen lassen. Ja, und so. Bei dem einen habe ich den langen Strick auch dran gelassen und habe mir auch den ganzen Tag dran gelassen. Ich habe den dann nicht nach einer Stunde wiederholen wollen oder 2 Stunden, sondern habe ich dran gelassen. Und nachdem er das 27. Mal da drauf getreten ist, kommen die dann auch irgendwann auf diese Idee, dass das eine ganz dumme Idee war. Und sind dann letztendlich auch ganz happy, wenn jemand kommt und das Pferd einfach wieder 5 Meter laufen kann, ohne dass es sich ein
auf die Nase gibt. Ins Genick haut. Ja. Ja. Abruf aus der Herde habe ich jetzt hier nochmal. Welche Gründe haben Pferde, sich nicht einfangen zu lassen? Es macht sicher einen Unterschied, ob sie einzeln stehen oder in einer Herde sind. Seht ihr auch einen Zusammenhang mit der Position in der Herde? Alle die, die ihr Pferde auf Pferdehöfen habt, wo die in der Herde stehen, guckt doch mal den Leuten zu, die ihre Pferde problemlos reinholen können. Die überhaupt keinen Stress damit haben. Stute, Wallach, ganz egal, die gehen auf die Herde und sagen, Susi, komm, packen das Pferd ans Halfter oder machen einen Halfter drauf und nehmen es mit. Ob da jetzt ein Futtereimerchen dabei ist oder ein Apfel in der Tasche ist oder was auch immer, guckt mal den Leuten zu. Und dann frag die mal, wie machst du das denn? Warum funktioniert das denn bei dir? Kannst eventuell du mal versuchen, mein Pferd von der Wiese zu holen. Ganz unvoreingenommen. Also ja, ich sehe das auch so. Und es gibt auch Pferde, die wirklich doll an anderen Pferden kleben. Und wir haben das in mehreren Sprechstunden schon gesagt. Ich weiß, das hören nicht viele gerne. Wenn mein Pferd ein solches Kleben entwickelt, dass ich es nicht mehr gefahrlos reiten kann, Chris, was sagst du dazu? Dann muss ich es trennen. Haben wir schon mal gesagt, ja, tatsächlich, das macht keinen Spaß. Ne? Weil es kann auch immer so Thematiken geben wie mit, ich muss in die Klinik mit dem Pferd und kann es dann nicht mitnehmen, weil es andere dann vielleicht ausflippt. Ne? Man musste beide auf den Hänger packen, ne? Haben wir selber auch schon gehabt. Ne? Also beide Pferde auf den Hänger, beide Pferde in die Klinik, beide hatten eine Box in der Klinik. Ne? Weil es nicht anders ging, aber es war eine Zweierherde, zwei Pferde am Haus, ne? Und dann geht es halt eben auch nicht anders. Also ja, hier ist natürlich dieses ganze Thema Haltung mit all seinen Vor- und Nachteilen ist ja etwas, wenn ich meinem Pferd etwas Schönes aus Sicht des Pferdes geben möchte und entlasse es in eine Herde, dann habe ich auch damit etwas anderes abgegeben, nämlich meinen Interessantheitsfaktor ein bisschen. Ne, ich biete dem Pferd etwas, was für den Zweck, für den ich es ansonsten vielleicht eigentlich habe, das herabstuft. Ne? Und dann wird die Hürde umso größer, mich interessant zu machen. Ne, es ist ja logisch, so blöd sich das anhört, ein Pferd, was 24 Stunden in der Box steht und ich komme als einstiges Highlight am Tag vorbei, ist natürlich, da bin ich der Interessantheitsfaktor. Ja, ja. Tatjana Lutz-Koppermann, wie wichtig ist in der gesamten Fragestellung die soziale Zusammenstellung der Herde und das dortige Wohlbefinden der Herdenmitglieder? Etwas, worauf wir Menschen ja wenig achten und oft keinen Einfluss nehmen können. Das kenne ich aus verschiedenen Schilderungen von Leuten, die sich ganz viel Mühe gegeben haben mit einem Bewegungsstall. Das kennt ihr sicherlich, dieses wahnsinnig zukunftsweisende Projekt, wo die Pferde also wirklich, da ist der Sandhügel, wo sie sich wälzen und da ist das Klo und da ist das Wasser und dann können sie sich wieder ein bisschen Kraftfutter holen und dann geht es zum Heu und dann, wenn da die Herdendynamik nicht stimmt, ja. Wenn steht alle nicht, einer auf dem Heu. Wenn zwei, drei nicht glücklich sind, dann wird es schwierig. Und was ihr auch immer bedenken müsst, eine Herde muss immer eine gleiche Zahl haben. Keine ungleiche. Also drei ist nicht gut, da ist einer übrig. Ja. Kein Kumpel. Ja. Und dann muss, jetzt muss eine Herde muss so zusammengestellt werden, dass man wirklich sagt, es gibt, jedes Pferd hat einen Partner. Das alleine ist schon wichtig. Und dann kommt es auch darauf an, wenn ich jetzt da Pferde zusammen habe, ich sag mal, so super mobile Pferde wie Lusitanos, und die stellst du in eine Islandgruppe rein. Habe ich schon zweimal erlebt. Also die Lusitanos waren nicht sehr glücklich. Islandpferde sind so, hau ab. Die sind hinten gefährlich. Geh weg jetzt, ja. Batsch. Und dann knallt's. Oder es beißt zu. Und so ein Lusitano ist dann eben so, ach, ich fühle mich ja hier so wohl, heute scheint die so, bang, kriegen die schon einen am Kopf. Die fühlen sich da nicht wohl. Da muss man auch gucken. Wie so eine Flipperkugel. Ja, da muss man auch gucken, wie ist denn die Herdenstruktur? Wie laufen die zusammen? Früher, ich kann das immer nur wieder sagen, mit meiner Western-Ranch, die ich hatte. Da hatten wir Quarter Horses und Araber. Und häufig war es so, dass die Quarter Horses zusammenstanden und die Araber standen zusammen. Und das ging dann nachher sogar so weit, dass die Schimmel zusammenstanden. Ja, Schimmel ist eh ein spezielles Thema, ne? Ja, ja. Die werden manchmal auch ausgesondert oder Schecken. Ja, genau. Dann standen die Schimmel zusammen. Das waren die Araber. Also da waren auch Bunte dabei, die stellten sich dann irgendwo anders hin, aber
die bringen ihre Strukturen schon so zusammen. Nun muss man natürlich gucken, wo kann ich mein Pferd hinstellen. Häufig ist es ja so, dass die Betreiber von Reitanlagen sich über so etwas überhaupt gar keine Gedanken machen. Gar nicht. Ja, die sehen dann da, in der Herde geht dieses Pferd nicht, dann nehmen sie das raus und versuchen sie in eine andere Herde zu stellen. Aber man kann sich auch ein paar mehr Gedanken machen, so dabei. Okay. Ja. Jesse Shah. Jedes Jahr, wenn die Weidesaison beginnt, kommt meine Stute für 1-2 Tage erst, wenn sie als Letzte auf der Weide zurückbleibt. Die lässt sich vorher nicht kriegen. Letztendlich habe ich das immer locker gesehen, dass ich das auf 2 Tage im Jahr begrenzt. Soll ich da strenger sein? Wie willst du denn strenger sein? Willst du mit dem Lasso auf die Wiese gehen? Mein Gott, gönn ihr doch das bisschen. Kannst du doch gar nicht. Lustfresserei, die 1-2 Tage, wenn das Gras frisch ist. Ist doch ja, und wie gesagt, was willst du denn machen, strenger sein? Ja, kannst ja mit der Bullenpeitsche hinterher. Ja, oder was manche Leute machen, 3 Longen zusammenbinden und absperren. Dann rennen sie durch die Longe und bringen noch die Finger. Das hat keinen Sinn. Du hast die richtige Methode. Lass sie als Letzte kommen. Genau. So, sie wird schon kommen. Ja, und Mann, jetzt hat sie auch mal einen Wunsch. Naja. Naja, und davon ab, Stuten sind auch noch zyklisch. Und es kann ja auch sein, dass sie, wenn sie in die Rosse kommen, dass sie einfach sagen, jetzt ist mir aber doch mein Kumpel Knut daneben wichtiger als der Mensch. Bei stark zyklischen Stuten ist das halt so. Dann müsst ihr auch mal so ein bisschen auf den Kalender gucken und sagen, ah ja, ich verstehe, warum es ist. Es hat dann keinen Sinn, da Härte anzubringen. Das ist wie bei meinem Hund, wenn die heiß ist und ihre Stehtage hat, dann da kannst du da nichts machen, da kannst du nicht schimpfen, das hat keinen Sinn. Dann kannst du nur aufpassen, dass kein Rüde kommt. Genau. Doris Kern, gibt es nicht auch bei Pferden Pferdepersönlichkeiten, welche unter denen, nein, gibt es nicht auch bei den Pferdepersönlichkeiten welche, die einfach nicht bereit sind, sich für Menschen zu entscheiden? Also bei den Przewalskis im Wiesengehege habe ich das erlebt. Bei den hochdomestizierten Rassen, wie wir sie haben? Naja, es gibt schon Pferde, die eine sehr hohe Dominanz selber haben und sagen so, unter diesen Umständen werde ich mich da nicht unterwerfen. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man mal gucken, mit welcher Art von, ich nehme das Wort jetzt wieder in den Mund, Horsemanship, man sich interessant machen kann. Und so manchmal Leute klickern. Manchmal liegt es ja auch da, einfach daran, dass die beiden nicht zusammenpassen. Mhm. Auch wenn eine Person die andere Person gekauft hat, heißt das nicht, dass die beiden sich mögen. Mhm. Ja, das sind ja schon Zwangsehen, die wir da betreiben. Ja, ja. Das darf man ja nicht vergessen, wenn wir uns ein Pferd kaufen, dann ist es zum einen also meist sehr, sehr einseitig. Es ist dann oftmals halt rausgekauft aus einer eigentlich sicheren Herde. Ich verfrachte es woanders hin, wo es sich nicht auskennt. Und dann treffe ich auch noch Entscheidungen über den Kopf hinweg. Ja. Und manchmal sind das auch Pferde, die per Video gekauft wurden, im Süden Europas, weiter will ich es nicht ausführen, weil gerettet, ne, für 3.000 Euro, dann das Pony noch gerade in Spanien noch mal eben kastriert, jetzt habe ich es doch gesagt, und dann nach Europa, hier nach Nordeuropa gebracht und ja. 1.000er Transport, 500 Kastration, ja. 3.000 das angebliche Schlachtpferd. Ja. Und dann hast du den dafür 5.000 Euro hier stehen und dann kommt das und große Erwachen. Dann mag der dich gar nicht mehr, komischerweise, weil sie in den letzten halben Jahren nichts Gutes getan haben. Nur? Ja. Gar nichts Gutes. Genau. Hier ist noch eine schöne Frage von Josephine Meslecki. Ich kriege mein Pferd immer problemlos, aber ein Freund, Späteinsteiger, Westernreiter und auf dem Dominanztrip, der kann ihn nicht holen. Das Pferd läuft weg, sobald dieser Testosteronmann breitbeinig auf die Koppel läuft. Ist es aber auch ruppig und die Hilfen sind viel zu doll, aber eben nach dem Konzept, Pferd muss dominiert werden und jeder Schritt vorgeschrieben. Was merken Pferde? Oder warum reagieren sie so unterschiedlich? Ein Pferd weiß doch nicht, was für Theorien man vertritt. Doch. Oh ja. Ja. No. Oh, ja. Das komplett. Ist das, was ich meine. Ob du da stehst und denkst, bei Fuß. Oder ob du sagst, hallo, wie war dein Tag? Dein Pferd sieht das, was du denkst. Ja.
Also den Freund, den würde ich mal zu einem Management-Training schicken. Ja. Ne? Kann eins mit Pferden und kann eins ohne Pferde sein, wo es auch um Körpersprache geht, wo es auch um das Thema Führungspersönlichkeit, Führungskompetenz geht, weil das lässt sich fast eins zu eins auf Pferde übertragen. Absolut. Warum soll das Pferd hinter ihm her? Welche Art von Vertrauen strahlt er denn dann in dem Moment aus? Weil diese Dominanz an der Stelle ist etwas, das funktioniert nur mit ganz wenigen Pferden, ne, die dann vielleicht gebrochen sind und sagen, okay, bevor ich wieder eins auf die Nase kriege oder bevor ich wieder angeschrien werde, mache ich dann doch lieber mit. Aber das ist dann auch kein ehrliches Mitarbeiten. Und das Gleiche ist mit Mitarbeitern. Also wer im Business unterwegs ist, wer eine Firma führen muss, es gibt ganz viele Führungsstile. Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig bei ganz neuen Führungskonzepten. Die sehen etwas anders aus. Die lassen sich nicht so gut auf die Pferdewelt übertragen. Die sind sehr basisdemokratisch und mit einbeziehen und so weiter. Aber alles das, was so bis vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren so das Nonplusultra in den Führungskonzepten war, kann man durchaus ganz gut übertragen. Und es geht darum, wer bewegt wen, aber es geht auch darum, wer möchte wem, warum folgen, welches Auftreten hat er denn da? Ist derjenige interessant und kann ich dem vertrauen? Trifft er die richtigen Entscheidungen für mich? Macht es Sinn, hinter dem herzulaufen? Weil passiert dann, wenn ich mit dem mitgehe, etwas, auf das ich mich verlassen kann. Oder wenn ich mit dem mitgehe, werde ich jetzt dann geritten, kriege einen Sporn in die Seite oder muss unbedingt die Nase hinter die Senkrechte nehmen oder sogar auf den Boden oder muss galoppieren, obwohl ich gerade nicht galoppieren will. Und wenn ich nicht galoppiere, dann kriege ich eins mit der Gerte oder kriege eins gecheckt mit dem Gebiss, werde rückwärts gerichtet, dann, wenn ich gerade eine Hilfe nicht verstehe. Das sind alles Sachen, die muss man damit einbeziehen. Und vertrauensvolles Auftreten ist tatsächlich etwas Aufrechtgehen, aber ohne man strahlt Respekt aus. Also man möchte an diesen Menschen, der hat eine Ausstrahlung. Ne? Ja. Und man schaut zu dem, als Pferd vielleicht halt eben nicht auf, aber schaut den an und sagt so, hey, ja, der ist interessant. Also in einer Herde, die Leitstute, die ist nicht dominant. Die kann nur am besten Verantwortung tragen. Dominant ist dann vielleicht schon eher die Nummer 2, die von der Chefin den Auftrag erhält, guck mal, wer da kommt. Aber die Chefin ist jemand, die sich einfach zurückhält und nur sagt, gleich wird es regnen, lasst uns und ins Trockene gehen. Genau. Und ja, du hast es ganz und gar richtig gesagt, Chris, und du hast es auch genau richtig beschrieben. Er soll sich mal selber fragen, warum das nicht funktioniert. Wie will ich ein Pferd, das frei auf der Wiese läuft, dominieren? Was ist denn das für ein Gedanke? Ja. Kann ich schneller laufen als ein Pferd oder kann ich länger laufen als ein Pferd? Wie will ich es denn dominieren? Ja, das ist aber eine Sache, die kommt aus dieser Join-Up-Ecke. Weil im Join-Up lassen sie die Pferde im Kreis laufen. Ja, ich soll das nicht. Warum tupfst du mich an? Weil wir die Systeme nicht besprechen. Aber dann sehen wir ein vom Hubschrauber aufgenommenes Wildpferd, dem man sich plötzlich so nähern kann nach den Join-Up-Methoden. Wie kann man ein Pferd in freier Prärie join-uppen, wenn man keinen Roundpen hat? Also wenn ihr mal guckt, wie sich Pferde dominieren. Nein, wenn ein Pferd nicht pariert. Pariert in der Art und Weise, wie das ganz andere Pferd, das dominante Pferd, das sich vorstellt. Was macht es denn? Es rennt hinter dem Pferd her und beißt ständig rein, versucht es zu treten, zu dominieren, zu rempeln. Es gibt eine Hatz auf der Wiese, bis das andere Pferd aufgibt und sagt so, okay, ich gehe jetzt hinter dir her. Das kann kein Mensch. Ja, das können wir doch gar nicht. Das können wir doch gar nicht machen. Wir können nicht hinter dem Pferd herrennen und den Hals beißen und den Widerriss beißen und das andere Pferd zu überholen und nochmal auszutreten bei der ganzen Aktion. Wir können das berippen machen mit Lassos. Ja, selbst das können nur absolute Vollprofis. Ein Pferd mit einem Lasso auf einer Wiese fangen, das können nur Vollprofis. Das Pferd, das Angst hat, ist immer schneller als das Pferd, was hinterherläuft und das andere fangen will. Naja, außerdem hast du auch nur eine Kniescheibe rechts und eine links. Nee, das können nur Vollprofis, die wohnen nicht in unserem Land. Wir machen weiter. Franzi fragt, also ganz ähnliches Problem wie eben, die Leitstute unserer Herde flüchtet vor ihrer Besitzerin, selbst mit Leckerli und so weiter.
dauert das Einfangen immer 15 bis 20 Minuten. Gehe ich mit auf die Weide, ich habe kein eigenes Pferd, tüdle einfach nur gerne, kommt die Stute zu mir und trottet seelenruhig hinter mir her, sodass die Besitzerin am Stall aufhalten kann. Liegt es daran, dass ich keinerlei Erwartungen an die Stute habe? Lass dir Geld für den Job geben. Ja, genau. Super, mach dich selbstständig als Pferdeeinfangflüsterer. Svenja Mönning, mein 12-jähriger Isländer, importiert im letzten Herbst, bei mir seit 1. Januar, lässt sich auf dem Paddock super herbeirufen. Beim ersten Mal Weide musste ich ihn reintreiben, konnte nicht ins Halfter greifen. Jetzt üben wir das natürlich. Könnt ihr erklären, warum das auf der Weide so anders ist und wie würdet ihr das üben? Dazu gleich nochmal von meiner allerliebsten, ältesten, besten Freundin Katja Gretschner seid. Liebe Katja, ich hoffe, du schaust zu. Mein Isländer, 1965 importiert. Gott, das war... Da war ich noch Quark gruben. Im Regal, ließ sich, sobald er wieder auf der Koppel war, mit nichts mehr greifen. 1000 Tricks, Trichterfalle, Lasso in den Schweif reinhängen, Eisenkette ans Halfter. Was? Wenn ich um 11 ausreiten wollte, musste ich um 6 anfangen mit dem Einfangen. Mir wurde gesagt, es läge daran, dass die Herden in Island immer mit Hunden in die Scheune getrieben würden und nie einzeln angefasst. Wenn ich ihn dann irgendwo erwischt habe, war ja total brav. Erzähl mal von Ikram. Katja, du weißt mit Sicherheit selber, warum das so war. Du hast vollkommen recht. Wenn da Eisenketten ans Halfter gemacht werden und alles solche Sachen, das merkt sich das Pferd. Das ist keine Frage. Aber Christine sagt, erzähl mal von Ikram. Wir hatten ein Berberpferd importiert aus Algerien. Der war echt griffig. Echt griffig. Wenn der kein Halfter drauf hatte in der Box und du wolltest in die Box reingehen zum Ummisten, keine gute Idee. Also der ging mit solchen Haifischzähnen auf einen los und sagt, raus hier! Also wirklich raus hier. Drohte hat der einen Halfter drauf, konntest du den einfach anfassen, konntest ihn putzen, der war ein ganz liebes Pferd. Mhm. Mein lieber Ikram, ich war beim Misten und hat die Box aufgemacht und er rennt beim Türaufmachen schon aus der Box raus, aus der Stallgasse raus, rennt in den Garten. Rennt frei im Garten. Rennt frei im Garten. Und ich Wolfgang brüllt, Christine, der Ikram ist abgehauen, ich hinterher, Wolfgang hinterher. Und Ikram jagte uns durch den Garten. Dann drehte sich das um. Wir haben er jagte Idee. Uns, wir sind um die Bäume rumgerannt, um die Apfelbäume. Also er hat uns verfolgt wie Pitbull. Das war echt krass. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Verdammt, was macht er denn jetzt? Keine Möglichkeit, an dieses Pferd ranzukommen, weil er hat uns gejagt. Mhm. Dann bin ich zum Auto gegangen, da hatte ich ein Lasso drin, ich hole das Lasso. 2, 3 Würfe gemacht, ich kriege die nicht am Kopf und irgendwann kriege ich die am Hinterbein. Ein Fuß. Oh, hallo, du hast mich. Super, dann komm, dann gehen wir jetzt wieder rein. Alles gut. Konnten wir einen Halfter draufziehen und den mitnehmen. Also den, es gibt den, schon auch spezielle Den hat dann eine Frau gekauft. Die kam zu uns. Die hat den bis zum letzten Tag behalten, dieses Pferd. Die kam zu uns und sagte, ich möchte ein Berberpferd kaufen. Da hatten wir so, in der Stallgasse hatten wir, weiß ich nicht, 6 oder 8. Oder, ja, 6, 8 Pferde. Ja, so 6, 8 Pferde aus Algerien. Und dann blieb sie genau vor Ikram stehen. Ich sage, das ist keine gute Idee. Ich sage, sehen Sie mal, der hat einen Halfter am Kopf. Warum? Ich sage, weil der sich in der Box nicht kriegen lässt. Und dann kann ich dann immer mit der Hake so am Halfter vornehmen. So wie ich den irgendwo eingehakt habe, am Halfter ist er ganz lieb. Das glaube ich nicht, sagt sie. Nein, es ging anders. Dann habe ich ihr die anderen Pferde vorgestellt. Ich sage, dann gucken Sie sich die nochmal an und dann sagen Sie mal Bescheid, für wen Sie sich interessieren. Wir gehen Kakao machen. Genau. Ja, wir sind Kakao machen gegangen. Und sie war in der Box bei dem Pferd und streichelt dieses Pferd. Und hat ihn geschmust. Sie hat ihn gekauft und sie war glücklich. Bis zu seinem letzten Tag mit diesem Pferd. Er ist auch alt geworden. Ja. Das hatte etwas ganz Persönliches zu tun. Wir wollten etwas, was er nicht wollte. Und sie wollte sich ihm nähern. Und das hat er sofort gemerkt. Da war etwas ganz Besonderes. Wenn wir jetzt mal zu diesen Isländern zurückgehen. Isländer ist auch ein Pferd. Der kennt von zu Hause, gerade bei den Originalimporten, die große Weite und der kennt die Herde.
Gebe ich ihm hier wieder Herde, erwartet er auch wieder die große Freiheit, die er aus seiner Kindheit kennt. Wenn ich ihn aber als Reitpferd haben möchte, dann muss ich ihn zumindest eine Zeit lang so mit mir vertraut machen, dass er mich als Herdenmitglied akzeptiert. Ja, natürlich, klar. Ich werde nie ein so gutes Herdenmitglied, so konsequent und pferdesprachlich korrekt sein wie ein Pferd. Also muss ich ihn eine Zeit lang von anderen Pferden trennen und muss das ganz Stückchen für Stückchen wieder üben. Wenn ich den hole und in eine 32-köpfige Herde spanne, dann interessiert er sich nicht für mich. Wie kann ich davon ausgehen, dass der mich als Zweibeiner interessanter findet als seine Artgenossen? Das ist vermessen. Und Katja, das ist mit Sicherheit richtig, was du gesagt hast oder geschrieben hast, dass die mit Hunden reingetrieben haben. Das kenne ich aus Kanada auch, dass die Pferde, die ganze Herde wurde mit so 6, 8 Border Collies, zack, einmal rauf die Koppel, alle Pferde runter in den Corral rein und dann ließen die sich kriegen im Corral. Ja. Das kennt man auch aus Brasilien oder aus Südamerika, dass sie die Pferde dann hin, die werden zum Teil angepfiffen, dann stellen die sich, also erstmal werden sie mit Hunden reingetrieben, das ist geil. Dann werden die angepfiffen, stellen sich alle in eine Reihe auf mit dem Hintern an den Zaun. Weißt du was, das suchen wir mal raus bei YouTube das und stellen das unter dem Video in die Kommentare ja, rein. Das habe ich sogar Hammer. Mal gesehen mit 100 Mulis. 100 Mulis stellen sich in eine Reihe auf und dann gehen die hin und sagen, du und du, ihr arbeitet heute für mich. Die suchen sich mal 3 Pferde raus und dann lassen die sich aufhalten. Die lassen sich nicht auf der Koppel kriegen. Aber die stellen sich frei in Reihen auf. Und das lernen die Stuten, die Fohlen schon bei den Stuten. Die machen das mit den Stuten, dann stehen die Stuten dazwischen. Übrigens das Gleiche könnt ihr auch sehen mit Elefanten in den Zoos. Wenn die dann anfangen, die Elefanten reinzuholen abends, dann gehen die kleinen Elefanten, die Babys stellen sich zwischen die Mütter und stellen schon dazwischen, wenn die abends angebunden werden. Mhm. Und das ist gerade, wenn du sagst, 1965, das ist mit Sicherheit noch ganz ursprünglich gewesen. Der Markt für Europa hat ja noch gar nicht richtig bestanden. Ursula Bruns hat damals angefangen, die ersten Isländer hier rüberzuholen. Und dann haben die erst kapiert, wie wir hier ticken. Und dann haben die unsere Systeme übernommen und haben gesagt, damit wir für unsere Ponys, die für die nicht mehr wert war, als Fleisch von einem Schaf, also kiloweise. Denn wenn sie nicht mehr reiten konnten, haben sie es aufgegessen. Ja. Und dann haben die irgendwann erkannt, dass wir da Wahnsinnspreise für bezahlen, für diese Pferde. Da haben sie unsere Systeme übernommen. Na, ähnlich wie sie es jetzt auf der Iberischen Halbinsel auch machen. Ja. Doris Losli, was kann man vorbeugend tun, wenn man ab und zu überrannt wird? Also es wäre interessant, ob das am Halfter und beim Losmachen passiert. Oder wenn du auf der Koppel stehst und sagst, hasso, und der Radang, Hilfe, und der rennt dich über. Vergiss nicht, einer unserer Mitarbeiter, der war mal 6 Wochen lang in Koma, nicht bei uns, sondern bevor er zu uns gegangen ist, weil auch ein Pferd gesagt hat, ich gehe jetzt durch das Tor. Aber hinterm Tor stand ein Mensch. Hinterm Tor stand ein Mensch und hat das Tor an den Kopf gekriegt. In das Tor reingesprungen, das Tor auf den draufgekippt. Genau. Also dafür brauchst du tatsächlich extrem gutes Horsemanship und eine ganz klare Regelung mit diesem Pferd. Du hältst Abstand. Ja. Und der Abstand. Hilfe, da muss ein Profi helfen, ganz klar. Das kannst du nicht alleine machen. Ja. Geh zu jemandem, der wirklich Horsemanship beherrscht, der einen guten Namen hat. Kein Brutalo, sondern jemand, der mit dem Grips arbeitet. Und da kann Ähnliches passieren wie das, was wir jetzt ja auch schon zweimal hatten. Einmal die Geschichte, die Wolfgang erklärt hat und das, was wir auch mit dem Cowboy auf der Wiese hatten, der etwas zu dominant vom Auftreten ist. Es kann sein, dass dein Pferd halt jemand anders nicht überrennt, weil der eine komplett andere Ausstrahlung hat, eine andere Erwartungshaltung ans Pferd hat etc. Da muss man einfach mal schauen, wie treten die Leute auf und woran liegt das vielleicht halt eben, dass ich überrannt werde, also weil ich dann nicht für voll genommen werde, aber warum ist das so? Ja, da stimmt was mit der Körpersprache nicht und auch mit der Dominanz stimmt was nicht. Und da muss wirklich, lass dir professionell helfen. Das ist ein ernstes Thema. Häufig sind Leute ganz gut, die jetzt in diesen die Wildpferde, Mustang-Managementer sind, die haben sowas ganz gut drauf, wie man Pferde sanft dominieren kann und den Pferden, die eigentlich Angst haben und trotzdem dominant sind, die haben das eigentlich ganz gut drauf, den Pferden zu helfen. So ein Angstbeißer, genau. Ja. Ich komme zu Jutta Richter. Wie korrigiere ich Umrennen und rüblich sein bei einem jungen Dreijährigen, der davor auf der Hengstweide war, ohne das Pferd dauerhaft zu strafen?
dir genau das Gleiche. Natürlich für Übung, wie wir sie schon beschrieben haben, als es da ums Führen ging. Wir haben es eben kurz umrissen. Rüblich sein. Ja. Wenn das, es geht um Abstand. Wer wenn es gut gemacht wird mit dem Abstand halten, dann brauchst du nicht dauerhaft strafen. Dann kriegt das Pferd 2, 3, 4 Mal im richtigen Moment den Strick vor die Brust. Und dann weiß es schon, okay, Abstand halten. Was ist denn in der Herde? Wie sagen die anderen Pferden, die ranghöheren Pferden, den rangniedrigeren Pferden, halte Abstand, renn mir nicht immer hinten in die Haxen rein. Ohren anlegen, nach hinten gucken, nochmal Ohren anlegen, nach hinten gucken, batsch, gibt es einen vor die Brust. Mhm. Wenn wir so einen vor die Brust kriegen, dann sind wir im Krankenhaus. Das andere Pferd sagt, aua, Mist. Dann gibt es nochmal einen vor die Brust und dann hat es kapiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr da ein Wochenende für braucht. Das regle ich in 10 Minuten. Ja, noch zwei so ähnliche Fragen. Katrin fragt, wie geht ihr mit Korrekturpferden um, die das Vertrauen verloren haben und gelernt haben, sich zu verteidigen? Genauso, wie ich es gerade eben gesagt habe. Genauso. Jawohl. Und wenn das wirklich gefährlich wird, lass dir bitte von jemandem helfen, der sich damit auskennt. Jetzt habe ich noch ein nettes Ding für den Chris, das darfst du machen. Die letzte Frage heute. Nina Mali, mein Pferd legt beim Freifolgen auf der Wiese oft die Ohren an. Was hat das zu bedeuten? Ich kann die Ohren nicht anlegen. Ja, aber tatsächlich machen das einige Pferde, auch wenn wir mit denen in der Freiarbeit sind, wenn die konzentriert sind, wenn die jemanden interessant finden, dann machen die das. Das kommt ein Stück weit aber auch nochmal aufs Augenspiel an. Wie sieht der ganze Ausdruck des Pferdes aus? Ist das also was Drohendes? Ja. Oder passiert da eigentlich was anderes gerade? Ja, ist es ein Treibegesicht? Also Treibegesicht ist immer Ohren nach hinten gelegt, ziemliche Glotzaugen und die Nasen sind faltig. Die Nasenlöcher sind faltig. Ja, das ist ein Treibegesicht. Das machen die Hengste. Der Hengst geht übrigens nicht vorne in der Herde, sondern immer hinter der Herde her, weil er aufpasst, dass ihm nichts geklaut wird von seinen Mädels da vorne. Und mein Raisuli zum Beispiel, 29 Jahre alt, wenn ich den gut geritten habe, legte der immer die Ohren an. Der hat die immer hinten. Und zwar auch so ein bisschen mehr angelegt als zuhören nach hinten, sondern so, da war auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es Aggression, ich habe keine Ahnung, das macht er heute immer noch, wenn er galoppiert, Terrater macht und solche Sachen, legt er die Ohren an und er besteht darauf, geritten zu werden, jeden Tag mit seinen 29 Jahren und er möchte auch nicht spazieren gehen. Er möchte bitte schön gefordert werden. Ordentlich geritten werden. Ja, ordentlich geritten werden. Und wenn er nicht ordentlich geritten wird, dann gehen die Ohren nach vorne und sagt, du kannst mich mal. Dann kriegt die Person den nicht mal in den Galopp. Ja. Ja, es ist verrückt. Ich suche gerade das Treibegesicht. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich suchen, wenn wir hier schon lange durch sind. Wir sind ja jetzt durch im Grunde. Ja, genau. Eine halbe Stunde ist rum. Ja. Ja, halbes Stündchen haben wir. Ja, als wir so uns gefragt hatten, welches Thema nehmen wir denn dieses Mal? Und dann sagte Christine, ey, mein Pferd lässt sich nicht mal Weide kriegen, das ist nicht interessant. Doch, das ist ja hochinteressant, weil das ist ein wirkliches Problem von ganz vielen Leuten. Also das hat doch jeder schon erlebt in seiner Vergangenheit. Ja, auch in der Gegenwart. Ja, haben wir ja gesehen, dass es für viele Leute sehr interessant ist und warum es so schwierig ist. Wenn man es verstanden hat, dann tritt das gar nicht mehr auf, das Problem. Schade, ich finde das treibige Gesicht. Es gibt Leute in den Gestüten, die können 100 Pferde reinholen, das ist überhaupt kein Problem. Die laufen denen hinterher wie die Schafe hinterm Schäfer. Die gehen auf die Koppel und dann gehen die abends mit rein. Ja, weil sie wissen, sie kommen in einen trockenen Stall, ja, kriegen da schön frisches Heu. Ja. Bettchen ist eingestreut. Es ist für sie gesorgt. Zum Beispiel auch Wasser. Genau, gibt was zu trinken. Ja. Gut, ihr Lieben. Meine Lieben, ich hoffe, wir konnten euch ein wenig erleuchten. Und es hat euch wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Vielen lieben Dank auch dir, lieber Chris. Wir sehen uns alle nächste Woche dienstags wieder zu
Frag die Krischkes. Frag die Krischkes zu unserer Online-Sprechstunde. Mal sehen, was wir dann tun. Ach, ich wollte euch bitten. Du sagtest, wir machen das nur einen Tag, ne? Dass wir fragen, was für ein Thema wir mal wieder nehmen sollen. Ja. Da würde ich vorschlagen, wir machen diesmal samstags einen Aufruf. Und das machen wir auch nur 2 Stunden. Ja, das wird zu viel. Okay. 2 Stunden lang dürft ihr uns Themen vorschlagen in einem bestimmten Zeitraum. Könntest du jetzt sagen? Naja, abends dann halt, ne? 19 bis 21 Uhr, genau. Sowas in dem Rahmen. Unter den Themen. Dann sammeln wir die und dann sagen wir euch Sonntag schon mal, welches von den Themen wir nehmen. Wollen wir das so machen? Samstag dürft ihr uns sagen, worüber wir mal wieder mit euch. Und wenn das eine gute Liste ist, dann können wir die ja erstmal runterarbeiten. Genau. Klasse. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.